Die Schweiz. Ein kleines Land, umgeben von hohen Bergen, eingebettet zwischen Tradition und Zukunft. Nur 20 Kilometer von Zürich entfernt liegt Winterthur. Eine idyllische, kleine Stadt mit 110.000 Einwohnern. So klein die Stadt, so groß ihr kultureller Fingerabdruck. Hier wirkt eines der ältesten Orchester Europas. Das Musikkollegium Winterthur wurde 1629 von Musikliebhabern gegründet und entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte zum professionellen Sinfonieorchester. Seit beinahe 400 Jahren prägt das Musikkollegium Winterthur das Kulturleben seiner Stadt. Einen großen Aufschwung erfuhr das Orchester in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Werner Reinhardt, ein wohlhabender Winterthurer Industrieller und begeisterter Musikfreund, hat sich mit Leib und Seele für die Musik, insbesondere für das Musikkollegium Winterthur, eingesetzt. Große Musiker der damaligen Zeit, Komponisten und Dirigenten, aber auch bildende Künstler und Dichter hat er nach Winterthur eingeladen. Die haben alle hier in der Villa Richenberg hausiert und davon zeugt auch das Richenberger Gastbuch. Da haben wir Einträge von Igor Strawinsky und von Arnold Schönberg, Anton Webern, aber auch von Rainer Maria Rilke und natürlich auch vom Schweizer Komponisten Ottmar Schoeck. Werner Reinhardt hat sie nicht nur finanziell unterstützt und ihr Kunstschaffen gefördert, sondern auch lebenslange Freundschaften zu ihnen aufgebaut. So wurde Winterthur zu einem Mekka der neuen Musik und Reinhardts Familienresidenz, die Villa Richenberg, wurde zu einem festen Treffpunkt für die begnadetsten Musiker der damaligen Zeit. Heute stehen zwei Serenaden auf dem Programm des Musikkollegiums Winterthur, die kontrastreicher nicht sein könnten. Wolfgang Amadeus Mozarts Serenade, Köchelverzeichnis 250, die sogenannte Haffner-Serenade und die Serenade für kleines Orchester Opus 1 des Schweizer Komponisten Ottmar Schoeck, dessen Biografie stark mit der Geschichte des Musikkollegiums Winterthur verwoben ist. Seine Serenade hat Schoeck selbst vor gut 100 Jahren in Winterthur dirigiert, auf Einladung Werner Reinhardts. Nun nimmt das Musikkollegium Winterthur dieses Werk für ein Konzert wieder auf. Mozart und Schoeck. Daraus soll eine CD entstehen, eine Gegenüberstellung zweier Komponisten, die unterschiedlicher nicht sein könnten und gleichzeitig eine Anknüpfung an die Tradition des Musikkollegiums Winterthur. I see the process of making music as a journey, and this journey starts with one basic thing, and that is the score. That's my map. I see it as a map because I cannot create it, I cannot invent it. It is already written, and in a map, if you have a river or if you have a mountain, you can't just say there's no river, there's no mountain. The only thing you can do is interpret that map and through your knowledge, through your abilities, through your intuition, through your passion, and through your vision, you can say, I will cross the river this way, or I will climb the mountain this way. So I use the map in order to know where I'm going and in order to plan how I'm going through that journey. And then I take my colleagues and I take the audience onto this journey. I see that process as humanizing music. It's not always about beauty, it's about all the sides of,
of human existence and the good and bad sides, but it's all about humanity. It's about making it relate to us as human beings, as human condition, and humanizing music would be for me the most important thing in order to find something special or to find a journey together. Förderung Werner Reinhardts hat das Musikkollegium Winterthur schon früh verstanden, seinem Publikum zeitgenössische Musik schmackhaft zu machen. 1925 schrieb Werner Reinhardt in einem Brief an den Präsidenten des St. Galler Konzertvereins: Sie bekennen übrigens einen schönen Mut, Ihren Abonnenten gleich so viel Neues auf einmal vorzusetzen. Hier sind wir in den letzten Jahren dazu übergegangen, das Moderne sozusagen in homöopathischen Dosen oder gleichzeitig mit einigen Klassiker als Geschmackskorrigenz zu verabreichen, da es so leichter geschluckt wird. Dass das Musikkollegium Winterthur eine CD aufnimmt, die Mozart und Schöck gegenüberstellt, liegt also nicht fern von Reinhardts Methode der homöopathischen Dosierung. The serenade was a bit of an undefined genre until Leopold Mozart and especially Wolfgang Amadeus Mozart come to the picture. And I think they are in charge of defining the character, defining the structure, defining the special features of a serenade as we know it today, especially of these Salzburg serenades. Leopold Mozart says already in a letter that the serenades have to be happy music, they have to present very different constellations. They have to change between chamber music and symphonic worlds, and they have to be pleasing for an audience who gathers in the street and who just listens to this celebrational music. Wintertouren, die wurden eigentlich schon, also die werden schon seit 100 Jahren neuer und unerhörter Musik ausgesetzt, sozusagen. Durch den Einfluss Werner Reinhardts haben viele Uraufführungen hier stattgefunden. Viele zeitgenössische Komponisten haben für das Musikkollegium Winterthur Werke geschrieben. Und das Publikum musste sich daran gewöhnen, nicht nur Mozart oder Beethoven in den Konzerten zu hören, sondern auch sehr unbekannte Werke. Und das hat zur Folge, dass das Publikum heute sehr offen ist für Neues. Die haben wie die Wahrnehmung oder die Musikwahrnehmung ein wenig transzendiert, jenseits von schön oder unschön, sondern es geht nicht mehr darum, oder sie suchen nicht mehr den Wohlklang in der Musik, sondern eben, wie Celi Bidake mal gesagt hat, die Wahrheit. Und mit Wahrheit meint man eine Qualität, die eben nichts mit Wohlklang zu tun hat, sondern vielmehr mit einer inneren Resonanz im tiefsten Inneren des Menschen, weil man sich in dieser Musik ein Stück weit wiederfindet und diese Musik in sich selbst auch wieder erkennt. Es ist auch wie ein stillschweigendes Bekenntnis von den Wintertouren, dass sie mit uns dabei sind, egal welche Wege wir einschlagen. Und das ist ein unglaubliches Geschenk.